Hallo und herzlich willkommen zu den Lucky Games, einem neuen Format auf diesem Channel, bei dem wir RP-Chars in die berühmte Arena der Hungerspiele schicken, in der sie um Leben und Tod miteinander kämpfen werden. 24 mutige Tribute wurden auserkoren, um den Titel zu kämpfen. In Distrikt 1 haben wir, wer hätte es anders erwartet, zum einen den selbsternannten König von Los Santos, Herrn Walter Weiß, und zum anderen eine wahre Legende des Nordens, Madison Oakley. Distrikt 2 wird durch niemand anderen vertreten als zwei geschulte Gefechtsmaschinen. Da ist Fyodor Bischoff in Begleitung vom unerschütterlichen Eric Johnson. In Distrikt 3 tritt das Traumpaar von LS an, Scary, bestehend aus der Shopping-Ikone Ariane Barnes und Mr. Howdy Larry Skinner. Distrikt 4 wird heute repräsentiert durch den russischen Panzer Feodora Ivanov und die First Lady des BDs, Honey Marshall. In Distrikt 5 empfangen wir den royalen Besuch von Max Green, welcher sich in Begleitung vom Gott der Organisation, Alex Daniels, befindet. Distrikt 6 wird natürlich von niemand anderem vertreten als dem berühmt-berüchtigten One-Shot Aiden Winters, gefolgt vom einzig wahren Herrn Ja-Aber Sam Pearson. In Distrikt 7 finden wir die Administrationslegende Hayato Tanaka zusammen mit dem Meister der Unterhaltung Sören Kane. In Distrikt 8 sehen wir Miss Too Hot to Handle Barbara Bam in Begleitung der treuesten aller treuen Seelen, Raheem Shaw. Distrikt 9 beinhaltet nicht nur den Gott der Akzente Santi Mosquera, sondern auch seinen immer gutherzigen Kollegen Commander Nachi Kukum. In Distrikt 10 treiben sich die Schatten von Los Santos herum. Man kennt sie, man fürchtet sie. Lord der Vampire Joseph Napier und die Gefahr in Person Ivo Vukovic. Distrikt 11 wird vertreten durch zwei gar nicht mal so unschuldige Zivilistinnen. Die überaus dubiose Genevieve Dubois und die stets feurige Miss Jolene Haynes. Und last but not least, in Distrikt 12 haben wir das dynamische Duo, den stets einsatzbereiten Malik Aziz in Kombination mit der guten Seele von Los Santos, Frau Isabel Collins. All diese Chars begeben sich nun in den Ring. Fröhliche Hungerspiele. Und möge das Glück stets mit euch sein. Okay. Jetzt mal kurz so high von meiner Seite aus. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie man auf so eine bescheuerte Idee kommt, Lucky Five Charaktere in die Arena der Hungerspiele zu schicken. Ja. Sagen wir einfach, ich bin ziemlich durch und pflege Umgang mit vielen Leuten vom selben Schlag. Darum das hier. Ich habe als Vorbereitung für dieses Video die ganze Website, soweit es mir möglich war, auf Deutsch übersetzt und sehr viele Insider und eigene Events eingebaut, die ihr hoffentlich auch ganz witzig findet, wenn ihr Lucky schon länger verfolgt. Der Link zum originalen Hunger Games Simulator ist übrigens in der Videobeschreibung, also wer das auschecken will, einfach mal nach unten schauen. Und falls ihr Spaß an diesem Durchgang hier habt oder falls sich vielleicht irgendwer, der streamt, denkt, hey, eigentlich würde ich das ganz gern mal mit meiner Community im Stream spielen oder so. Fühlt euch frei, mir auf Discord oder Twitter zu schreiben. Ich glaube, ich habe das hier jetzt irgendwo angezeigt. Ich hoffe es. Dann schicke ich euch gerne einen Link zum selber spielen. Gut, das war's dann soweit von mir. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt diesen Durchgang. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich hoffe, es kommen ein paar lustige Events vor und ich habe natürlich auch meine Favoriten, ist klar. Aber wir werden sehen, wie weit die kommen. Also nochmal. Fröhliche Hungerspiele. Wir starten jetzt. Die Tribute stehen auf ihren Sockeln, als das Startsignal ertönt. Santi rennt vom Füllhorn weg. Max zieht sich ein Schwert ins Inventar. Barbara bekommt vom Support einen Bogen und Pfeile gespawnt. Raheem nimmt eine Schussweste aus dem Füllhorn. Nachi rennt vom Füllhorn weg. Winters rennt vom Füllhorn weg. Ariane Barnes holt ein paar Fischköder, während Jen sich Angelausrüstung schnappt. Johnson findet einen Speer im Füllhorn. Pearson und Bischloff kämpfen um einen Rucksack.
Bischloff gibt auf und rennt weg. Oha, unterschätze niemals unseren Herrn Ja-Aber. Ja, 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 ja. Maddie rennt vom Füllhorn weg. Vuko bekommt von einem Hacker eine Tasche voller Haftbomben. Genauso wie Walter. Die Hacker schlagen wieder zu. Fee, Joe, Honey und Skinner teilen alles, was sie kriegen können, bevor sie wegrennen. Tanaka rennt vom Füllhorn weg. Napier bekommt vom Support Bogen und Pfeile gespawnt. Gar keine Bevorzugung. Spaß. Collins rennt vom Füllhorn weg. Aziz schaltet die Schaufelanimation frei und bekommt eine Schaufel. Good for you, Aziz. Ich glaube, wir wollen ein bisschen hochmachen. Das gleich in den Kopf. Ja, können wir machen. Kane greift sich Alkohol von Ellies Pub und einen Lappen. Daniels fällt beim Wegrennen in eine Grube und verblutet. No, Daniels! Rip Daniels. Tag 1. Walter Weiss jagt Hayato Tanaka. Kane, Bushi und Nachi jagen zusammen andere Tribute. Das PD wieder voll on Touren. Rahim besiegt Johnson im Kampf, doch verschont das Leben der Person. Oh. Pearson, Collins, Barbara, Napier und Fee jagen zusammen andere Tribute. Was für eine Kombi. Santi versucht mit einem Dreizack Fische zu fangen. Max tarnt sich in den Büschen. Ariane, Vuko, Jen und Madison verwüsten das Camp von Honey, als die Person auf der Jagd ist. Wieder mal, was für eine Kombi. Aziz baut einen Unterschlupf. Winters und Joe arbeiten für einen Tag zusammen. Über Skinner wird ein lobender Weasel News Artikel veröffentlicht. Good for you, Larry. Gefallene Tribute. Ein Kanonenschuss kann in der Entfernung vernommen werden. Alex Daniels. Rest in pieces. Next. Nacht 1. Nachi, Tanaka, Vuko und Napier schlafen in Schichten. Madison klettert auf einen Baum und geht dort AFK. Ariane, Walter und Johnson singen zusammen Lieder wie Weißer Wald und Frau Forell. Darf ich ganz ehrlich sein? Wenn Ariane und Walter zusammen singen würden, dann wäre Johnson schon längst von einer Klippe gesprungen. Müssen wir ins Krankenhaus? Ja. Ja, Sir. Joe denkt an zu Hause. Ein Zuschauer kauft Rahim eine Flasche Whisky. Pearson denkt an zu Hause. Winters schreit nach Hilfe. Santi und Skinner zerstreiten sich und gehen getrennte Wege. Oh oh. Aziz überzeugt Collins davon, miteinander zu kuscheln. Was? Das ist so falsch. Honey summt zum Einschlafen einen Song von den heißen Fritten. Klassiker einfach. Kane sieht sich die Sterne an und summt leise. Arane, du bist mein hellster Stern. Mein hellster Stern. Der Support spawnt einen riesigen Pancake, der auf die Erde fällt und Fee und Barbara zerquetscht. Um ehrlich zu sein, was für ein Tod. Legendär. Bin für ein Pancake-Event statt dem nächsten Hurricane. Max und Jen halten Händchen. Jen, du weißt, dass du es tun würdest. Bushi summt zum Einschlafen einen Song von den heißen Fritten. Damit endet Nacht 1. Tag 2. Genevieve Dubois sucht nach einem Cringe-Partner. An Apfelkekschen. Du weißt, dass es wahr ist. Du weißt das ganz genau. Ich wollte es nur gesagt haben. Wenn du mir deine Nummer gibst, kann ich ja dich dann anrufen, wenn mir was Schlimmes passiert. Bushi platziert eine Haftbombe, die Max hochjagt. Oh no. Ein Zuschauer kauft Sam Pearson frische Früchte. Joe baut einen Unterschlupf. Collins und Skinner arbeiten für einen Tag zusammen. Ein Zuschauer kauft Vuko ein Medikit und startet den Hype-Train. Meine Damen und Herren, Twitch Prime is no crime. Rahim sticht Santi ein Messer in den Rücken. Das PD steht sich wieder selbst im Weg. Ich wusste es. Ein Zuschauer kauft Ariane Barnes ein Medikit und startet den Hype-Train. Twitch Prime is no... Okay, lassen wir das. Über Walter Weiss wird ein schlechter Weasel-News-Artikel veröffentlicht. Ist das hier der Simulator oder das echte RP? Ich frage nur. Ein Zuschauer kauft Tanaka eine Flasche Wasser und startet den Hype-Train. Wieder mal. Nachi reist zu höheren Ebenen. Ein Zuschauer kauft Winters frische Früchte. Napier kümmert sich um die Wunden von Honey Marshall. Wow, hier bilden sich interessante Bündnisse. Maddie stalkt Johnson. Wow. Aziz geht fischen.
Eddie Tyler kommt mit seinem Auto vorbei und lässt Sören Kane einsteigen. Sören Kane stirbt bei einem Autounfall. Nein! Oh, Scheiße! Ja, Gastauftritt läuft! 5 Kanonenschüsse können in der Entfernung vernommen werden. Fyodora Ivanov, Barbara Bam, Max Queen, Santi Mosquera und Sören Kane. Rest in Pieces. Nacht 2. Pearson mischt Ariane giftige Kräuter in den Drink, vertauscht ihn jedoch mit seinem eigenen und trinkt ihn selbst. Oh, Pi. Tja, tut mir leid, aber selbst schuld. Isabel Collins und Walter Weiss kuscheln, um sich zu wärmen. Valens confirmed, ich hab's als Beweis. Und eines Abends sitzen wir dann zusammen in einem Café, sind verheiratet und lachen über das alles. Das wird's wahrscheinlich sein, Sir. Oh Mann, okay. Beruhigen, weiter im Kontext. Ein Zuschauer kauft Joe eine Pizza. Napier klettert auf einen Baum und geht dort AFK. Jen verheiratet am Lagerfeuer aus Spaß Aziz und Vuko. Ja, ja, das ist das RP, das ich sehen will. Tanaka ist mit Winters unterwegs und verletzt sich dabei lebensgefährlich. Winters beendet das Leid von Tanaka. Wow, best friends forever, würde ich sagen. Hayato, so toll, dass du da bist. Oh Gott. Nachi überredet Johnson dazu, am Leben gelassen zu werden und bringt Johnson dazu, Maddie zu töten. Oh, Nachi! Wow, ist gar nicht so nett, wie man immer sagt. Rahim findet Büschi schlafend vor und sticht mit einem Messer zu. Büschlauf stirbt. Oh? Rahim, was ist denn hier mit den ganzen Cops los? Honey Marshall weint sich selbst in den Schlaf. Larry Skinner wird von einem Schwarm Tauben gejagt. Herr Skinner! Was? Oh ja, old but gold. Tag 3. Collins baut einen Unterschlupf. Nachi hinterfragt die eigenen Lebensentscheidungen. Würde ich auch an deiner Stelle, Nachi. Würde ich auch. Rahim stellt eine Stolperfalle auf. Jen hört, wie Honey und Skinner miteinander cringen und geht peinlich berührt weg. Ja, wow. Was sagte ich noch? Interessante Bündnisse. Vuko sticht sich während dem Bärensammeln an Dornen. Walter Weiss übt Kampftechniken und verletzt sich dabei. Wie hieß es damals? Körperbau einer 13-Jährigen? Oh, schreibt die Frau Collins mir, sie haben einen Körperbau wie eine 13-Jährige. Ja. Aziz reist zu höheren Ebenen. Napier bekommt ein Taschenmesser von einem Supporter gespawnt. Läuft bei Napier. Winters geht fischen. Joe versucht, mit einem Dreizack Fische zu fangen. Vielleicht treffen sie sich. Johnson sucht nach einem 24/7. Ariane sucht auch nach einem 24/7. Ja, viel Glück. Die gefallenen Tribute. 4 Kanonenschüsse können in der Entfernung vernommen werden. Sam Pearson, Hayato Tanaka, Madison Oakley und Fyodor Büschlov. Rest in Pieces. Nacht 3. Winters zieht sich die Sterne an und summt leise. Arane, du bist mein hellster Stern. Collins denkt an zu Hause. Skinner und Aziz singen so lang I can be your hero, baby, für Vuko, bis Vuko freiwillig von einer Klippe springt. Wieso sehe ich das? Wieso ist das so real? Der Support spawnt einen riesigen Pancake, der auf die Erde fällt und Joseph Napier und Honey Marshall zerquetscht. Was ist denn mit diesem Support los? Alles Mörder! Mörder! Rahim denkt übers Gewinnen nach. Joe überredet Walter Weiss dazu, am Leben gelassen zu werden und bringt Walter Weiss dazu, Nachi zu töten. Good for you, Joe. Jen bittet darum, von Eric Johnson getötet zu werden. Johnson weigert sich und verschont das Leben von Jen. Oh. Ariane klettert auf einen Baum und geht dort AFK. Tag 4. Isabel Collins entdeckt einen Fluss. Skinner und Ariane teilen sich auf, um nach Vorräten zu suchen. Scary zusammen unterwegs. Oh. Hallo, Herr Skinner. Howdy, Eric. Howdy. Winters ignoriert das Hungersymbol zu lange und verhungert.
Eric Johnson, Walter Weiss, Genevieve Dubois und Malik Aziz jagen zusammen andere Tribute. Diese Kombis. Joe sucht nach Ellie's Pub. Sully, du weißt, dass es stimmt. Rahim versucht mit einem Dreizack Fische zu fangen. 5 Kanonenschüsse können in der Entfernung vernommen werden. Ivo Vukovic, Joseph Napier, Honey Marshall, Nachi Kukum und Aiden Winters. Rest in Pieces. Eric Johnson, Ariane Barnes und Genevieve Dubois schlafen in Schichten. Ein Zuschauer kauft Jolene Haynes eine Pizza. Skinner kocht sich was zu essen und löscht dann das Feuer. Aziz, Rahim und Collins singen zusammen Klassiker wie Weißer Wald und Frau Forell. Das könnte auch so im RP passieren. Dieses dynamische Trio einfach. Schön. Walter Weiß versorgt die eigenen Wunden. Das Fest. Das Füllhorn wird mit Lebensmitteln, Vorräten, Waffen und Erinnerungen an die Familien der Tribute aufgefüllt. Johnson geht nicht zum Fest, Walter geht nicht zum Fest. Larry Skinner holt sich so viele Lebensmittel wie möglich und flieht dann. Jen findet eine Schrotflinte im Füllhorn und erschießt damit Rahim. Der Support entfernt die Schrotflinte wieder aus dem Inventar. Das ist hart. Ariane holt sich so viele Lebensmittel wie möglich und flieht dann. Joe geht nicht zum Fest, Aziz geht nicht zum Fest und Collins geht auch nicht zum Fest. Jen und Ariane arbeiten für einen Tag zusammen. Skinner bittet darum, von Collins getötet zu werden. Collins weigert sich und verschont das Leben von Skinner. Einfach chartreu. Ein Zuschauer kauft Joe ein Medikit und startet den Hype Train. Twitch Prime. Aziz verjagt Johnson. Ein Zuschauer kauft Walter Weiss ein Medikit und startet den Hype Train. Ein Kanonenschuss kann in der Entfernung vernommen werden. Rahim Shaw. Rest in Pieces. Es tut mir leid, Rahim. Nacht 5. Eric Johnson bittet darum, von Walter Weiss getötet zu werden. Walter Weiss weigert sich und verschont das Leben von Eric Johnson. Ja, blaues Blut. Jen kocht sich was zu essen und löscht dann das Feuer. Aziz und Joe drohen an, sich umzubringen, wenn der Support ihnen keine Wallis Brause spawnt. Es geht schief und beide sterben. Leute, doch nicht dafür. Larry Skinner versucht, die Infektion von Isabel Collins zu behandeln. Ein Zuschauer kauft Ariane Barnes eine Flasche Wasser und startet den Hype Train. Tag 6. Johnson besiegt Walter Weiss im Kampf, doch verschont das Leben der Person. Blaues Blut. Ariane stellt eine Stolperfalle auf. Skinner übt Kampftechniken und verletzt sich dabei. Oh no. Eddie Tyler kommt mit seinem Auto vorbei und lässt Isabel Collins einsteigen. Nein! Collins stirbt bei einem Autounfall. Nein! Das hätte genauso im RP passieren können, aber nein! Über Jen wird ein lobender Weasel News Artikel veröffentlicht. Ganz ehrlich, good for you. 3 Kanonenschüsse können in der Entfernung vernommen werden. Aziz, Joe und Collins. Diese Runde fällt mir besonders schwer. Rest in Pieces. Nacht 6. Eric Johnson hat sich verletzt und verblutet. Nein! Ariane Barnes bittet darum, von Larry Skinner getötet zu werden. Skinner, kommt ja bitte nach! Howdy. Nein, howdy. Alle Scary-Fans weinen gerade. Alle Scary-Fans weinen gerade. Walter und Jen kämpfen, wobei Jen von einer Klippe runtergestoßen wird. Nein! Man merkt, die Spiele gehen dem Ende zu. Tag 7. Larry Skinner sticht Walter Weiss ein Messer in den Rücken. Alter. 4 Kanonenschüsse können in der Entfernung vernommen werden. Eric Johnson, Ariane Barnes, Genevieve Dubois und Walter Weiss. Gewonnen hat Larry Skinner von District 3. Wow. Wow. Was für eine Runde. Ganz ehrlich, Skinner verdient. Ich verstehe nicht, wie du Ari umbringen konntest, aber wow. Wow. Naja, Skinner hat gewonnen. Respekt, Skinner, definitiv. Es gibt auch sicher noch sehr viele coole und lustige Events, die ich in dieser Runde nicht dabei hatte. Ich habe zum Beispiel noch ein Hurricane-Event, Berglöwen, Halluzinationstode. Es hätte noch
einiges passieren können. Also ich hätte definitiv Bock auf einen Teil 2. Falls da vielleicht sonst noch irgendwer Lust drauf hat, schreibt mir gern in die Kommentare oder auf Twitter, wen ihr vielleicht gern in der Arena sehen würdet. Weil es gibt noch so, so, so viele coole Chars of Lucky, die man hier echt antreten lassen könnte. Und ja, soweit war es das dann von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das hier schaut. Ach und... Wir sehen uns bei den nächsten Spielen.